und Abstraktion. Unter diesem Titel stellt die in Bruck geborene Künstlerin Sabine Buchrieser in der Stadtbücherei Bruck aus. 18 Werke, von bunten abstrakten Malereien bis hin zu geschmackvollen Schwarz-Weiß-Aktbildern, gibt es zu bewundern. Die Kunst war für die Bankangestellte zu Beginn als Ausgleich gedacht. Mitte der 90er Jahren habe ich zu meiner beruflichen Tätigkeit einfach eine kreative Tätigkeit gesucht und habe dann begonnen, mir die Technik des Aquarellmalens anzueignen. Ich habe auch mit Bleistiftzeichnungen begonnen und meine Vorlagen waren damals einfach Illustrierte. Mittlerweile ist das künstlerische Spektrum von Sabine Buchrieser stark angewachsen. Besonders stolz ist sie auf ihren abstrakten Dreiteiler. Die Auftragung der Farben erfolgt hier in Schichten und Übermalungen. An so einem Bild arbeitet man eigentlich ständig dran und wird man nie fertig mit so einem Bild. Durch die ständigen Übermalungen werden Formen zerstört und in der nächsten Schicht wird diese Form wieder hervorgehoben. Dadurch auch der Titel Painting in Progress. Kunst als immerwährender Prozess. In Bruck versucht man trotz Corona das kulturelle Leben so gut als möglich aufrechtzuerhalten. Man setzt vor allem auf regionale Künstler. Wir haben so viele tolle Künstler in der Region, dass wir auch die präsentieren. Leider können wir keine Vernissagen oder Finissagen machen wegen Corona, aber es trifft sich sehr gut, dass unsere Ausstellungen zurzeit in der Bücherei stattfinden, denn die Bücherei hat nach Möglichkeit ja geöffnet und so verbindet sich das kulturelle Leben schön. Man kann Bücher schmökern, zu den Spielen schauen und auch die wunderbaren Kunstwerke bewundern. Noch bis 9. Oktober sind die Werke von Sabine Buchrieser zu bewundern. Ab 14.10. gibt es dann die Ausstellung Kreative Vielfalt 1999 bis 2020 der Brucker Künstlerin Eva Nöhmeier in der Stadtbücherei.